Alter, was geht ab, Leute? Hunger? Heute mal wieder mit einem Doppel-Upload, weil ich habe natürlich schon ein Video vorbereitet für heute. Und gestern Abend kam überraschenderweise ein neues Event. Und zwar das Kampf-Event. Auf dieses Event habe ich gewartet. Denn Doppel-Arena-Fortschritt. Ich bin momentan im Arena-Fieber, versuche da ein gewisses Gebiet, relativ großes Gebiet, auf Gold zu bringen. Ja, und das Event wird mir dabei auf jeden Fall helfen, deswegen bin ich richtig gehypt auf das Event. Aber zuerst mal meine Reaktion von gestern, damit ihr auch seht, wie gehypt ich bin. Weil wenn ich es jetzt nochmal nacherzähle, dann seht ihr nicht, wie gehypt ich war gestern. Ey, 5. März, tatsächlich. Neues Event. Oida, neues Event. What the fuck, aus dem Nichts. Digga, wieso postet das keiner? Neues Event. Ist es echt? Oder bin ich auf irgendeiner Fake-Link geraten? Sieht echt aus. Das sieht echt aus. Mein Gott, Musik aus. So. Neues Event, Alter. Challenge Fellow Trainers in our Battle Showdown Event. Trainers, it's time to challenge Team Leaders and Fellow Trainers for special rewards during our Battle Showdown Event. Level up Gym Badges! Oh, yes! Level up Gym Badges. Also Arena Orden. Earn Starters! Oh, Sternstaub. And show your Team Pride dues during this limited time event. Date and time. March 5th. Also heute 22 Uhr, also in 2 Minuten. Bis 12. Also eine Woche. Fighting type Pokémon like Mankey, Machoke, Makuhita and Medity will appear more frequently in the wild. Juckt mich nicht. Okay, Shiny Makuhita und Medity für Shiny Sammler. 100er Mankey würde mir noch fehlen. Aber an sich juckt mich das nicht. Oh, wobei, Wacholderbonbons für den Kleinen. If you're lucky, you may encounter Shiny Mankey and Shiny Machoke. Oida! Shiny Mankey und Shiny Machoke am Start. Okay. Also, dementsprechend juckt mich schon Mankey und Machoke. Aha. So. Bonuses. Two times Catch, Battle and Raid Stardust. Digga, was? Achso, okay. Catch Stardust, also fangen, zweifach. Battle. Wann kriegt man bei Battle Stardust, bitte? Raid Stardust, was krass ist, weil jetzt gibt es ja 1000 Sternstaub pro Raid. Das sind 2000 mit Sternstück. Puh. Doppel-EP für Gym Badges. Oh mein Gott, darauf habe ich gewartet. Digga, ganz ehrlich, ich hätte das niemals erwartet, aber ich glaube, ich scheiße auf den Staub. Alter, ich mache diese 2 Wochen nur Arenen. Also eine Woche meine ich. Diese eine Woche mache ich nur Arenen, Mann. Weil ich bin momentan so im Arena-Fieber. Doppel-EP. Wobei ich kann eigentlich auch raiden. Oh mein Gott. Doppel-EP, also Doppel-Arena-EP fürs Raiden. Plus Doppelstaub fürs Raiden. Alter, Raid-Tour lohnt sich übelst. Also für mich zumindest. And up to 5 Rewards per day from Trainer Battles. Ja, juckt keinen Mann. And up to 3 Rewards per day from Challenging Team Leaders. Ja, juckt echt keinen Mann. Du kannst jetzt 3 Belohnungen von Teamleiterkämpfen bekommen und 5 bei Trainer Battles. Alter, ich quetsche gerade mal so die 3 rein. Move! A new move has been permanently added to the game. Power-Up-Punch will now be available for certain Pokémon such as Quappo, Nocturne, Kangama, Meditalis und Lucario. Okay, für PvP-Leute. Interessant, neuer Move. Mehr zum Studieren und sowas. Oh, super. Sehr gutes Event. Ich bin am Start. Puh, Junge. Ich mache meine. Ihr habt ja, ihr wisst ja, ich habe dieses Ziel mit den Arenen und den Stadtteil. Ich freue mich drauf, darauf habe ich gewartet. Da mache ich meine Arenen fertig auf Gold. Das freut mich. Das freut mich sogar sehr, Alter. Ich bin echt gehypt. War schon lange nicht mehr. Alter, die Stadt wird nur gelb sein. Was nicht geht, weil ich nur 20 Arenen besetzen kann. Die Stadt wird weiß sein, weil ich jede Arena platt haue, Mann. Alles, was mir in den Weg kommt, wird umgehauen. Junge, ganz München ist einfach weiß, weil ich mich nicht in jede Arena setzen kann. Okay, nochmal kurz zusammengefasst, was genau alles gibt. Zum Beispiel erhöhte Kampfspawns. Machoke, Mankey, Medity, Makuhita. Machoke und Mankey jetzt Shiny am Start. Blende ich hier ein. Hier, genau. Sprich, es gäbe 4 Kampf-Shiny-Pokémon. 2 neue, 2 alte. Ich habe sogar Medity und Makuhita, das heißt, ich bräuchte nur Mankey und Machoke. Dann Doppel-Sternstaub.
fürs Fangen, Kämpfen und Raids. Raids wurde ja jetzt erhöht auf 1000, mit dem Bonus 2000, mit Sternstück 3000. Ist schon interessant. Und dann der für mich interessante Bonus, ich kann es kaum glauben, aber Doppelstopp war nicht das Interessante, sondern Doppelfortschritt für die Arena. Zum Beispiel Raids bringen dann 2000. Ich habe da große Pläne diesbezüglich, aber mehr dazu gleich noch. Dann gibt es auch, wie gesagt, 5 Belohnungen für Trainerkämpfe am Tag und 3 fürs Trainieren gegen den Teamleiter. Und dafür gibt es sogar Doppelstaub, also lohnt sich eigentlich schon. Eine neue Attacke, Power Punch, sehr interessant für die PvP-Leute, kann in Trainerkämpfen den Angriff boosten. Klingt interessant. Dann gibt es natürlich auch passend dazu Quest. Für mich sehr interessant, Nocturne Quest. 100er Nocturne würde mir noch fehlen. WP kann man sich auch leicht merken, 999. Zwei fabelhafte Würfe hintereinander. Ist ganz leicht mit Dialga als Raid Boss. Fange 5 Kampf-Pokémon und du kriegst einen Mashok. Problem, Mashok kann nicht shiny sein, also eher uninteressant. Fange 3 Makuhita oder Medite für die Weiterentwicklung von Flamely. Auch kein Interesse, danke. Gewinne 3 Raids für eine Fast TM. Das ist ein bisschen überteuert. Fast TM ist jetzt nicht so interessant. Davon hat man eigentlich immer genügend. Und dann Lade TM, das ist schon interessanter. 7 sehr effektive Ladeattacken verwenden in Arena-Kämpfen oder Raids. Ja, das Battle Showdown Event. Eine Woche, eine Menge am Start. Ich freue mich. Die meisten haben schon wieder gefragt, hey, wann kommt das nächste Event? Das ist ein bisschen langweilig, aber da haben wir es, Leute. Das nächste Event und mich hypt es. Und jetzt zeige ich euch auch, wieso. So, ich zeige euch, wieso. Ich bin gehypt, weil momentan bin ich am Arenen machen. Traurig, alle wieder verloren. Okay, nicht alle. So, ich zeige euch mal nach Punkten. Erstmal zeige ich euch alle meine Arenen. Momentan bin ich am Gold-Arenen machen, hab da meine Gebiete, meine Route, versuche da immer mehr zu bekommen, die Gebiete abzuklappern und da alles auf Gold zu machen, bis zu einem gewissen Punkt, weil ich kann nicht ganz München Gold machen. Ja, und dieses Event wird mir dabei helfen. Ich werde auch, ja, einfach so irgendwelche Random Raids machen. Also nicht nur Legendäre, ich werde jetzt wahrscheinlich einfach jeden Raid sehen, also jeden Raid machen, den ich sehe auf einer Arena, die mich interessiert, weil die 2000 Punkte sind einfach krass. Und der Raid bringt halt dann auch Fortschritt für die nicht legendäre Raid-Medaille. Die muss ja auch irgendwann mal auf Gold. Also denke ich, muss ich da in den sauren Apfel beißen und dann auch schlechte Raids machen. Dementsprechend werde ich jetzt da, glaube ich, jetzt in der Woche einfach jeden Raid machen. Wird auf jeden Fall interessant. Aber hier erstmal alle meine Gold-Arenen. Ich weiß gar nicht, was ich dazu alles sagen soll. An sich wahrscheinlich nichts, weil ich meine, das sind so die typischen Gebiete hier bei mir in der Nähe. Arbeit, andere Arbeitsstelle, Parsing, war ja auch eine Arbeitsstelle. Alles, was dazwischen liegt. Wir können ja mal zählen. Ich habe 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48, 51, 54 Goldarien momentan. Oh ja, und die sind gerade in Bearbeitung. Können wir auch schnell durchgehen. Oder so, so ist besser. Fehlt nicht mehr viel, also so innenstadtmäßig. Durch die ganzen Raids habe ich jetzt die auf hohes Silber gehabt. Ne, Anfang Silber. Oh ja, und dann dachte ich mir, okay, die sind eh schon so weit. Wieso mache ich die nicht eh gleich Gold? Und dann, ja, und so hat das Ganze dann angefangen mit den Goldarenen, weil durch die ganzen Raids waren sie halt schon relativ weit. Dann dachte ich mir, ja, okay, mache ich die halt auch noch auf Gold alles. Ja, und so hat der Arena-Bahn angefangen. Meine Strategie aber, muss ich sagen, für dieses Event ist nicht, zum Beispiel die auf Gold zu machen, sondern, also die schon wird auf Gold, weil ist halt an der Stelle, wo ich sonst nicht so oft vorbeikomme. Kann ich jetzt während des Events schnell auf Gold machen und dann muss ich dann nie wieder hin. Aber solche Sachen, so in der Innenstadt, das ganze Zeug, wo ich eh viel raide, das wird eh mit der Zeit auf Gold. Und die sind eh schon so weit. Das hat so einen psychologischen Vorteil, wenn ich Sachen, die ich noch nicht weit habe, ein bisschen vorantreibe. Weil ihr wisst ja, wenn man so sieht, ich gehe mal weiter runter, so eine Arena ist noch nicht mal auf Silber oder Anfang Silber, dann denkst du dir, Alter, das wird noch so Ewigkeiten dauern, die auf Gold zu bekommen. Dann ist man so gar nicht motiviert. Aber sowas hier ist ja schon fast auf Gold. Da ist man heiß drauf, da ist man motiviert. Da brauche ich kein Event. Das mache ich auch so ohne Event. Das heißt, durch das Event versuche ich, mir einen psychologischen Boost zu geben und die ganzen Sachen, die ich nicht weit habe, so hoch zu bringen, dass ich es nach dem Event dann auch locker schaffe und da motiviert bin. Falls es Sinn macht, falls ihr checkt, was ich meine. Zum Beispiel das hier. Das ist die Arena da hinten. Eigentlich nicht weit, aber ich denke mir halt, für diese eine Arena habe ich nicht wirklich Bock und es fehlt nur so viel. Aber jetzt durch das Event könnte ich die auf Halb bringen, keine Ahnung. Und dann bei Halb würde ich mir halt denken, ja okay, da fehlt nicht mehr so viel, auf geht's dahin. Das ist so mein Plan. Mal schauen, wie viel Gold da gehen ich da während des Events auf Gold bekomme. Wie gesagt, wahrscheinlich nicht so viel, aber ich werde viele
vorantreiben. Das ist mein Plan. Ja, das ist so mein Plan für diese Woche. Das ist meine Meinung, meine Reaktion zum Event. Ich freue mich drauf. Könnt gerne eure Meinung unten in die Kommentare schreiben. Was habt ihr vor? Freut ihr euch auf den Staub? Werdet ihr eine Menge Staub farmen? Oder seid ihr so wie ich auf der Jagd nach Gold ergehen? Oder seid ihr auf der Jagd nach den Shinies? All das unten in die Kommentare. Aber das war's von mir, Leute. Ich muss raus. Paar Reden machen. Wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Heute ein Doppel-Upload, also checkt auch das andere Video ab. Weil ich habe ja für heute ein ganz normales Video geplant. Checkt den Shop ab. Vergesst nicht, Pokémon ist serious business.